Silvio Heinevetter soll wieder verliebt sein. Neues Jahr, neue Liebe? Silvio Heinevetter, 37, soll nach der Trennung von Schauspielerin Simone Tomala, 56, wieder in festen Händen sein. Der Profi-Handballer wurde im Urlaub mit einer schönen Unbekannten an seiner Seite gesichtet. Liebesurlaub im tropischen Paradies. 12 Jahre lang waren Silvio Heinevetter und Simone Tomala ein Paar. Im September 2021 verkündeten die beiden überraschend das Liebesaus. Wir haben uns bereits vor einigen Monaten einvernehmlich getrennt und bleiben als Freunde verbunden, hieß es. Jetzt soll Silvio wieder auf Wolke 7 schweben. Fotos, die der Bild vorliegen, zeigen den Sportler mit seiner angeblichen neuen Freundin im Liebesurlaub an einem Strand des Indischen Ozeans. Laut Insidern sollen sich die zwei Turteltauben schon seit einigen Wochen kennen. Bei der Blondine handele es sich demnach um eine Studentin aus Kassel. Private Aufnahmen bei Instagram. Dass sich Silvio aktuell in tropischen Gefilden aufhält, verriet er seinen Fans vor kurzem selbst via Instagram. Auf seinem Social-Media-Account postete der 37-Jährige einige Fotos seines Trips. Diese zeigen ihn unter anderem in roter Badehose am Strand. Von einer weiblichen Urlaubsbegleitung ist auf den Aufnahmen allerdings nichts zu sehen. Zu der vermeintlichen Liebelei wollte sich der Handballer bisher nicht äußern. Von Simone Tomalas Management hieß es auf RTL-Anfrage, kein Kommentar.